Und es gewartet ein wenig Brawl of Ages. Es gab ein neues Update. Der Launcher sieht nun so aus. Ich musste den leider immer vergrößern, deshalb pixelt das ein wenig. Aber ich drehe kurz, um zu spinnen. Die spinnen doch, die Römer hier. Moment. Was holen wir uns heute? Ich muss auf jeden Fall die Blazer-Karte aus dem Deck kicken, denn die tut mir nichts mehr Gutes. Schon wieder die Imp-Armee. Und schon langsam habe ich die dann kostenlos bekommen. So, jetzt schauen wir mal wohin. Zum Gewölbe, würde ich sagen. Und da Blazer kommt definitiv raus. Hat eine 7er Mana-Kosten. Und was holen wir uns stattdessen? Irgendeine Einheit, die am Boden rumläuft. So, Moment. Auch was so 7 Mana kostet in etwa. Was ist das? Bastion der Drachenritter. Hat 10. 10 ist mir schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Was sieht man denn bei den Gegnern häufig? Den Drachen da, oder? Oder diese Feuerdrachen. Wo sind denn die? Ist das der? Feria-Drache. Angriffe, AOE-Schaden. Das ist die automatische Übersetzung auf Deutsch übrigens. Also nicht wundern, warum sich das so seltsam anhört. Hexen. 11 Mana. Boah. Das ist eine Menge. Oder den hier. Den probiere ich mal aus. Der Affenkönig. Den habe ich häufig gesehen und der war immer irgendwie ziemlich nervig. Holen wir uns mal den Waffenkönig und man hätte hier gleich zum Deck hinzufügen klicken können. Wo ist der jetzt? Waffenkönig, Waffenkönig, wo bist du? Ach komm, bin ich gerade blind? Gokong, der Affenkönig, ah okay. So, los geht's, Schlägerei starten mit diesem neuen Deck. Ein Quick Match, mal schauen, was hier so kommt. Und wir starten los mit der ersten Runde. Also dieser Kong, Gokong, Affenkönig, der ist wohl so ähnlich wie der Yeti. Könnte man jetzt meinen, ist es dann schlau eigentlich, beide dieser Art zu nehmen? Und ich muss sagen, eventuell. Ich hatte mal einen Gegner, der hatte 2. Und der ist mir irgendwie ganz ungemütlich geworden. Jetzt sehen wir uns an, ob der eine Rakete hat oder nicht. Wenn nicht, dann wäre das schon okay. Da hat er die Rakete jeder. Leute, merkt euch das, jeder hat eine Rakete. Warum ist mir der so überlegen gerade? Wir haben doch dasselbe Mana gespielt, der hat sogar auch Milady. Das kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen, vielleicht das Totem, um die schnell alle kaputt zu bekommen. Und ich habe direkt mal, okay, sehr schön. Ich kann gerade nicht nachvollziehen, was da los war, um ehrlich zu sein. Warum der so heftig? Wo ist mein Affenkönigchen? Hä? Was passiert hier? Was ist mit dem Update geschehen? Wo ist mein Affenkönig? Hält der nichts aus? Das nenne ich mal einen Einstieg ins neue Update. Sauber, und woher kamen diese zwei Ritter da? Nächste Runde. Okay, das war gerade nicht so nett, muss ich sagen. Wie starte ich? Ich starte mal ganz anders, was ich noch nie gemacht habe. Und wir versuchen jetzt etwas. Ich kann nichts machen. Ach so, ich war noch draußen. Mann. Ich war noch mit dem Tabulator draußen hier. Boah, okay, die haben den schnell weggekloppt. Ich wollte jetzt mal was anderes versuchen, aber egal. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Wo tut er die hin? Schnell Totem. Boah, das war eigentlich unnötig. Das nenne ich mal unnötig. Ach, das war gar nicht der. Ich wollte eigentlich den hier. Also, mir ist egal, was ich habe. Ich will einfach mal ausprobieren. So, die Lebenspunkte kann man herausfinden, indem man, ich sollte nicht so viel labern, sondern mich konzentrieren, indem man mit der Maus hier so drüber fährt. Das wusste ich auch nicht. 3, 4, 3, was ist denn das hier? Ach, die halten 3, 4 Schläge aus, oder wie? Jetzt haben wir nochmal den Gokong. Warum war der so mies? Gesundheit 1700. Ah, machen wir mal Gokong gegen Gokong. What? Der läuft da durch? Ich dachte, der greift ihn zumindest an, wenn er doch... Oh mein Gott, also das war das Unnötigste. Das war mega unnötig, aber der hat ein bisschen Schaden sogar am Turm verursacht. Was war denn das gerade, Leute? Ernsthaft? Schattenassassinen vielleicht da oben? Boah, das war mega unnötig. Sorry, aber das kann ich eigentlich nicht anders sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass der hier... Na egal. Hier das Totem. Und, oh nein, was machen die denn? Ah, die Imps da hinten, ich weiß nicht. Okay. Ich will eigentlich diese Senkgrube wieder aufstellen. Hier habe ich nur noch 50. Vielleicht sollte ich eher unten, aber wieso bleibt der oben?
Hat dieser Gokong alles da, also seine, alles da vernichtet? Gut. Wenn der hier nicht geht, dann mache ich das mal. Nein! Kater! Die reagieren alle ganz anders. Was ist denn da los jetzt hier? Was passiert da? Was schicke ich los? Wir schicken den Gokong nochmal los. Der hat offenbar den vorhin alleine bezwingen können. Ich hätte mir echt die Patchnotes durchlesen sollen. Irgendwas ist da anders. Da ist was im Busch. So, Yeti läuft da weiter. Was waren das hier gerade? Irgendwelche Bomben? Dann, was machen wir? Wir machen das hier, das Totem da reinpflanzen. Ich fühle mich so, als hätte ich keine Ahnung, was ich hier tun würde. Und ich glaube, das ist auch so. Okay, Thron mal. Oh, er hat alle beide von mir weg in 30 Sekunden. Ist es eigentlich zu Ende? Ende, Ende. Gokong, mach was. Spring direkt zum Thron nach vorne. Und keine Ahnung. Warum überlebt denn der Kater jetzt so lange immer? Das verstehe ich nicht ganz. Oder ich sollte mich auch vielleicht... Komm, mach. Setz da was hin. Okay, genau den noch getroffen. Aber leider zu spät. Er wird gewinnen, weil hier noch 600 Lebenspunkte sind. Obwohl ich eigentlich mehr Schaden schon... Oh, Moment. Was? Overtime? Oh, das ging noch. Was auch immer da geschehen ist. Das war gerade... Moment, was mache ich? Jetzt habe ich... nichts, was ich habe, gefällt mir. Mann. Gokong. Das ist alles unnötig, was ich habe. Ich brauche was anderes. Ich überlege zu lange. Egal, dann muss ich jetzt hier Schattenassassinen hinsetzen oder ich weiß es nicht. Hört auf. Das war... Boah, ich muss auch angreifen. Angriff ist die beste Verteidigung, oder? Verzieh dich da. 300. 300 noch. Ach, du meine Güte. Oh, Mann. Der muss da nur irgendwas machen und es ist vorbei mit mir. Nö, und da ist es schon. Defeat, das war... Was ist denn los? Ich komme gar nicht mehr klar. Was hat sich da verändert? Haben die was gemacht? Also klar, war ein Update, aber... Ja, in der Wartezeit werde ich jetzt mal ins Forum schauen, Patchnotes oder so. Oder die kann man auch hier irgendwie. Also eigentlich nichts Gröberes. Das Mana wurde ein bisschen angepasst von manchen Karten auf 10, von 10 zu 11, von 11 zu 10. Und der Schaden ein bisschen angehoben und ein bisschen reduziert, aber... Echt nichts, wo ich sagen würde, was geht da jetzt ab, so in etwa. Mal schauen, vielleicht habe ich gerade einfach nur einen schlechten Start. Die lasse ich jetzt in Ruhe, das ist mir egal. Denn ich glaube, mit so einer Taktik kommt man nicht weit. Jetzt will ich diesen... Komm, Go King Kong. Boah, der hat 1000 Schaden haben die verursacht. Knapp 1000 Schaden. Das ist schon mal ordentlich. Mal schauen, ob ich da mithalten kann. Ja, jetzt sind wir in etwa gleich. Und ich habe noch diesen Turm, aber ich glaube, er hat ganz viel Mana. Das ist eben seine Sache. Ich würde gerne... Moment mal, greift er den Yeti an? Greift der Yeti den an? Der drückt den auf jeden Fall weg. Was macht der? Okay, ich weiß, dass der eigentlich nur auf Türme geht. Ich wollte es mal ausprobieren. Oh, ich lösche das Video. Dieses Video muss gelöscht werden. Yeti, kannst du nicht zumindest einmal die Ritter da angreifen oder so? Nein, das Video muss man echt löschen, glaube ich. Das ist etwas ungeschmeidig. Ich habe das Gefühl, die Senkgrube ist nicht mehr so OP, oder? Ich weiß nicht, was da los ist. Boah, da kommt jetzt eine Mannschaft an. Und ich habe nichts, sozusagen, dagegen einzuwenden. Nur so einen kleinen Fratz hier. Schattenassassinen macht er wieder. Okay. Ich schicke mal da irgendwas vor. Ich bin verzweifelt. Leute, ihr seht es, ich mache irgendwas... Verzweifelte Aktionen, wie schnell der drauf geht. Oh. Was ist denn los und warum sehe ich die Medaillen der Gegner nicht mehr? Was passiert hier? Gibt es kein Matchmaking mehr? Also nein, die Gegner sind nicht so krass eigentlich. Wenn man das mal so sagen darf. Komm, Yeti. Warum ist war der Yeti immer so langsam? Nein, sorry, ich muss aufhören, da hier zu meckern. Komm, ein Schlag. Nein, macht er nicht. Ich gebe auf. Sorry, da wird aufgegeben. Nächste Runde. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Ich mache das jetzt auch. Schattenliga direkt am Anfang. Der hat damit 980 Schaden verursacht. Mal schauen, was ich damit reißen kann. Legen wir direkt los. Schnell die Rakete rein. Der Yeti wird aber auch böse sein hier. Wenn ich das richtig... Boah, das droht ihm noch schnell dazu. Ah, das war unnötig. Das Totem war unnötig. Nein, ich habe zu spät gesehen, dass es eigentlich schon vorbei ist. Aber der oben,
Boah, die da oben sind auch ordentlich zugange. Und auf einmal ist mein Mana weg. So, Kater hier hinten. Der ist der Einzige, der vielleicht ein bisschen was raushauen kann. Heieiei, das geht immer schnell. Das geht echt immer schnell. Melady kommt wahrscheinlich schon zu spät. Davon kann man mal ausgehen. Aber wir laufen nach vorne. Soll ich irgendwas gegen den unternehmen? Nein, das, wie viel hält der aus? Ich weiß nicht. Ich versuche auch anzugreifen. Ich habe da einige mehr vorne. Machen wir Angriff. Ist die beste Verteidigung nochmal. So. Voll drauf da. Karte auch noch ein bisschen. Melady. Jetzt die hier. Ich weiß, da kommt auch eine ordentliche Kavallerie angerannt. Aber ich habe ihn überholt. Komm schon. Haut raus da irgendwas. Ich mache die Rakete da drauf. Und oh mein Gott, habe ich mal Glück gehabt. Was ist los? Da wird, das ist richtig Adrenalin geladen irgendwie jetzt alles hier. Macht mal langsam, ich will diese längeren Runden haben, wo man ein bisschen mehr... Nächste Runde. Ich glaube, man muss jetzt irgendwie aggressiver spielen oder ich kann es nicht sagen. Beförderungsspiel. Soll ich die Melady direkt mal nach vorne schicken? Nein, eigentlich startet man da von hinten. Ich mach mal oben. Vielleicht verwirrt das den Gegner irgendwie. Wahrscheinlich nicht im geringsten. Dann den Yeti. Jetzt schon, weil der ist so unfassbar langsam. Und dann stelle ich hier, mach schneller, 4, 3, 2, komm, mach schneller, hier ein Totem, hier ein Totem, komm, hier ein Totem. Und hoffentlich kann das Totem Wirkung zeigen. Und das hat Wirkung gezeigt, das ist sehr fein. Kater schicke ich noch mit nach vorne. Den hätte ich besser platzieren können, dass er... Nein! Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo eine Rakete her. Aber jetzt kann er nicht noch eine Rakete haben. Das ist mein Vorteil. So, wow, der hat einen Rundumschlag. Sondergleichen rausgeknüppelt. Moment, da muss ich die, weil der Go-King, der greift ja irgendwie nicht an. Deshalb muss ich da was anderes machen. Dafür kann ich den jetzt gleich mal mit nach... Och, Mann. Rakete, oder machen die, haben die irgendwie AOE? Und der ist direkt weg. Also, die Leute wissen offenbar, wie sie spielen müssen. Weil das war gerade... Eine Aktion sondergleichen. Extrem genial. Mein Affenkönig konnte nichts machen. Nichts. Er hat nicht mal angegriffen. Keinen einzigen Soldaten oder Ritter, wie auch immer, hat er da kaputt gemacht. Hm. Dann machen wir mal Yeti gegen Yeti. Ich bin gespannt, was da jetzt auf der Brücke passiert. Und das Totem stelle ich... Komm, mach schneller. 3, 2, 1. Ja. Totem stelle ich hier auf. Für ordentlichen Extra-Schaden. Jetzt muss nur noch irgendjemand mit dem Yeti nach vorne laufen. Macht aber offenbar niemand. Schade. Kater vielleicht? Der gefällt mir echt ganz gut. Der ist zwar... Den kann man leicht vernichten. Aber trotzdem bin ich ein großer Freund davon. Und jetzt machen wir direkt Schlag auf Schlag weiter. Und nun aber wieder Konzentration. Ich glaube, ich mache jetzt unten. Nichts überstürzen oder so. Es geht unten ganz gemütlich weiter. Nochmal mit dem Affen. Ich will mal sehen, was der macht. Ich meine, in der heutigen Folge habe ich den gekauft. Die Folge soll sich ja ein bisschen um den Affen auch drehen. 300 Schaden richtet... Oh, der richtet schon guten Schaden an. Aber man muss es mal schaffen, den da richtig zum Einsatz zu bringen. Oh, ich glaube, der macht nichts mehr. Der Gegner macht nichts mehr. Hm, okay. Dann... Ich habe vorhin ja auch aufgegeben. GG, WP, Dankeschön für den Win. Aber sowas kann man vielleicht sogar noch drehen, außer wenn man Schilling heißt und schon so weit im Rückstand liegt. Eine Runde geht noch, oder? Weil es gerade so gut läuft. So, Nummer 1, Senkgrube, Nummer 2, Yeti. Ich hoffe, man nimmt es mir nicht übel, wenn ich ab und zu rumheule. Aber das sind eben meine Live-Emotionen, die kann ich nicht verbergen, nicht verstecken. 3, 2, 1. Also, kurzes Fazit zum Affen. Ich glaube, der benötigt Skill, dass man den einsetzt. Die Senkgrube, was muss man da schon können? Nichts. Einfach nur platzieren und auf geht's. Totem. Rein da. Aber den Affen, da muss man schon wissen, wann, wo, wie, warum man den platziert und so weiter. Boah, das war krass. Ich habe mein ganzes Mana verbraucht. Er hat sein ganzes Mana verbraucht. Und ich bin... Naja, ich hatte nichts mehr. Außer die Senkgrube. What? Die waren weg, obwohl nicht mal noch die Rakete eingetroffen ist. Was mache ich denn da jetzt? Ach, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nichts passt. Der Go-King läuft nach vorne. Der Go-Kong, sorry, ich sage King. Mann,
jetzt war ich zu lange überlegen, ich konnte nichts nehmen gegen die, ich hatte nichts. Was ist das für ein Trommler, der macht hier gerade alles kaputt, wenn ich den spiele? Der hätte die ja nicht angegriffen. Das war mehr als nur niederschmetternd. Das war brutal, das war eine Vernichtung sondergleichen, eine Zerlegung. Okay, der geht echt nur auf diesen Turm. Aber da dann auch ordentlich, das muss man ihm zugutehalten. Nein, den hätte ich ja oben eigentlich platzieren sollen. Aber ich will unten da weitermachen, wenn schon, dann aber denn schon. Ja, und ich habe mal wieder nichts, bis die Milady ready ist. Ah, sehr knifflig gerade. Ich will mich gerade un... Wie dumm kann man sein? Leute, löscht meinen Account sofort. Löscht ihn aber schnell. Jetzt läuft die Milady da oben hin. Was treibe ich denn? Was fällt mir... Was war das? Sorry, nein, das kann ich mir nicht mehr mit ansehen. Gute Partie, nein, das war keine gute. Danke fürs Zusehen, es geht einfach nicht so weiter.